Namaste, Namaste, herzlich willkommen, liebe Freunde, beim KIMI-Report. Die Geschichte hinter der Geschichte, das tägliche Manöver gegen die zunehmende Debilokratie. Es ist Mittwoch, der 10. Juli 2024. Und kleiner Hinweis in eigener Sache, schaut doch auch mal auf Rumble heute, weil wir haben die Geschichte mit dem Mittwochskommentar gleich mit dem 50. wieder aufgenommen. Lasst ein Daumen hoch, ein Abo. Ja, auch bei Rumble natürlich, auch bei YouTube. Das wäre großartig und mit Dank von mir verbunden. Nun, Frankreich hat gewählt, La Grande Nation, auf Wunsch. Er hat das Parlament ja aufgelöst. Emmanuel Macron hier unterwegs mit Jean-Michel Trogneux. Brigitte Macron. Na, das war jetzt ein Lapsus linguae natürlich. Nun, wie waren die Resultate? La République en Marche, also ein großer Sieg von Emmanuel Macron. Ja, das hier, meine Damen und Herren, ist aus dem Jahre 2017, also die absolute Mehrheit, die ja bei 289 Sitzen liegt. Der Front National 2017, 8 Sitze, die Linke 30, die Konservativen immerhin 125. Wie sah es aus? 5 Jahre später, 2022, Ensemble, also es heißt nicht mehr En Marche, sondern Ensemble, das Macron-Lager, 245, nicht mehr in der absoluten Mehrheit, massive Zunahme vom linken Bündnis. Und auch das Rassemblement National von 8 auf 89 Sitze hochgeschnellt. Nun, wie sah es aus in diesem Jahr, also soeben? Erste Runde, das ist nicht das definitive, überragender Sieg des Rassemblement National und dessen Verbündete, ein Drittel aller Stimmen. Dann die neue Volksfront, das Linksbündnis an zweiter Stelle und doch schon ziemlich abgeschlagen das La République Ensemble, das Mittebündnis um die Macron-Partei. Aber was ist jetzt passiert? Viele haben sich zurückgezogen, um eben nicht das Rassemblement National zu stärken, sondern eben die Stimmen, also aussichtslose Kandidaten haben gesagt, stopp, und wir lassen uns lieber unsere Stimmen den Linken geben oder dem Ensemble von Macron. Also man kann sagen, Theo gegen allein gegen den Rest der Welt oder Marine Le Pen gegen den Rest der Welt mit ihrem jungen, zukünftigen vielleicht und vielleicht auch nicht Premier, Jordan Bardella. Und was ist herausgekommen? Es sieht schon anders aus, von der ersten in die zweite Runde. Also wir sehen, das Ensemble Macron-Bündnis ist souverän auf den zweiten Platz geklettert. Also, und die Linken haben am meisten Stimmen und das Rassemblement National trotzdem, muss man sagen, gegenüber den Vorwahlen 2022 von 89 auf 143 Stimmen gesprungen. Also noch einmal, was sind das? Nochmals 50 Stimmen plus minus mehr dazu gewonnen. Aber alle drei sind von einer absoluten Mehrheit, wie sie Macron 2017 hatte, meilenweit entfernt. Also es ist ein Dreilager-Regierung, ein Dreilager-Lager, kann man sagen. Die Republikaner, die Konservativen, haben nicht mehr viel zu melden. Mit 45 Sitzen können sie vielleicht das Zünglein an der Waage sein, je nachdem für das Ensemble stimmen oder je nach Thema auch mal vielleicht, wenn die Abstimmungen geheim sind, für das Rassemblement National. Schwimmen wir die 17 Kilometer über den Ärmelkanal, gehen wir nach Großbritannien, der neue britische Premierminister Keir Starmer
Von der Labour Party auch ein Erdrutschsieg. Gut, bei den Konservativen wusste man mit Rishi Sunak und nach diesem Liz Truss, keine Ahnung, die blonde Dame. Manchmal hört man diese Version von ihrem Namen. Essi hat sich nicht so bei uns eingegraben mit diesen 6 Wochen, denen sie im Amt war, oder 6,5. Er sagt, Keir Starmer, unser Land braucht einen Great Reset. Vielleicht kommt das dem einen oder der anderen bekannt vor. Und er sagt sogar, wenn man ihn wirklich beim Wort nimmt, er sagt sogar, we need a bigger reset. Ja, bigger, also größer als was, als vielleicht das, was unser lieber Herr Professor vorschlägt in Davos. Short, we need a great reset. Eben, und er sagt jetzt, we need a bigger reset. Naja, schauen wir mal, was Keir Starmer da macht. Also er ist jetzt wirklich, ich könnte euch Videos zeigen, es ist unglaublich, er ist wirklich sowas wie ein Animalpolitik. Also er ist der Inbegriff einer politischen Windfahne. Also er kann einmal das sagen und genau das Gegenteil hat mal gesagt. Es gibt die Geschichte mit Liverpool und The Sun, also ein Revolverblatt auf der Insel, die mögen Liverpool nicht, den Mercury Beat und den Liverpool FC und You Never Walk Alone und die alte Industrie dort. Irgendwie ist das für die zu dumpy oder zu wenig reich, keine Ahnung. Sie machen sie immer wieder nieder. Vor allem seit dem Hillsborough-Debakel, dem Fußballspiel, als es Tote gab. Eine schreckliche Geschichte. Aber der englische Fußball hat die Fangewalt massiv in den Griff bekommen. Ich war mal im Old Trafford, Manchester United gegen den FC Basel. Also da wirst du ganz, 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 ganz demütig. Also wenn da die berittene Polizei kommt und die kommt dann nicht mit irgendwelchen Shetland-Ponys, oder, sondern die kommen also mit richtig großen Gückel. Und die Eingänge, also wie da Übergewichtige, die muss man schon fast durchdrücken. Es ist schmal, man zieht Mütze, alles Mögliche aus. Die Kontrollen sind rigoros. Aber war ein schönes Erlebnis. 1:1 ging es aus und da hat noch David Beckham gespielt. Anyway. Interessant auch, der Energieminister jetzt von Keir Starmer oder von der neuen Regierung ist Ed Miliband und er ist wirklich ein absoluter Junge aus Davos und da werden wir mal schauen, was die auf der Insel besser machen als die Konservativen, die jetzt ziemlich heftig abgewählt sind. Nun aber gehen wir doch zu unserem Tagesthema. Aus würdigem Mund angesagt. I wish you an impactful and successful meeting. Ja, vielen Dank, lieber Klaus. Und aufgedeckt, pädagogisch betreutes Denken. Ich weiß nicht, was ihr von einem Wahlalter 16 haltet. Ich weiß es nicht, wenn ich sehe, wie informiert die sind. Also ja, ich bin skeptisch, ich gebe es zu, aber ich maße mir kein Urteil an, weil ich viel zu alt bin dafür. Aber Boris Reitschuster hat etwas Interessantes gebracht, Demokratie-Nachhilfe für Schüler, weil sie falsch gewählt haben. Um was geht's? Die Anne-Frank-Schule in Eschwege und Wandfried in Hessen versteht sich den eigenen Worten zufolge als Einrichtung, die für Respekt und Toleranz und demokratische Werte steht. Soweit so gut. Also war es für die Verantwortlichen naheliegend, mit ihren Schülern anlässlich der EU-Wahl eine sogenannte Juniorwahl durchzuführen. Also quasi ein Experiment in der Schule. Und siehe da, die Direktion wurde von dem Ergebnis offenbar auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Man muss da vielleicht vorausschicken, dass ja, gewisse Parteien denken, wenn wir das Wahlalter auf 16 runtersenken, dann werden wir viel mehr Wähler haben. Es sind eher Mitte, Links bis ganz Links Parteien, die das denken, aber eben, das ist ein bisschen wishful thinking. Und es ist nicht ganz so, wie sich da diese Strategen dieser Parteien sich das eben wünschen.
Die Ergebnisse dieser geschlossenen experimentellen Schulwahl zeigten nämlich Folgendes. Also ich habe es noch grafisch aufgearbeitet. CDU 26,7, die AfD 25,7. Also es ist tatsächlich überraschenderweise nicht groß anders, als wenn die Großen wählen, ich sage es mal so, also die 18-Plus-Jährigen. Die SPD kommt bei den Jüngeren noch ein bisschen besser weg. Die Linke ist gar niemand, gar nirgends mit 3,7%, aber CDU, AfD in etwa repräsentierbar mit dem, was sonst rausgekommen ist. Nun, die Anne-Frank-Schule nimmt dazu auf Facebook Stellung. Auch die Ergebnisse der Juniorwahl zur Europawahl an der Anne-Frank-Schule in Eschwege und Wanfried zeigen viele Stimmen für die AfD, ja, nämlich mehr als jede vierte. Ein Resultat, Zitat, das wir nicht einfach so hinnehmen wollen. Wir haben mit unseren Schülerinnen und Schülern über die Ergebnisse gesprochen und dabei auch die Bedeutung demokratischer Werte und Prozesse noch einmal analysiert und diskutiert. Heute hat das Kollegium während einer eigens angesetzten Dienstversammlung gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Schulelternbeirats darüber beraten, wie wir die politische Bildung an unserer Schule so gestalten können, dass unsere Schülerinnen und Schüler ein tieferes Verständnis für die Bedeutung und Errungenschaften unserer Demokratie entwickeln. Eieieiei. Gelebte Demokratie an einer Schule in Deutschland und damit alles gut. Alles wird gut. Mitnichten, denn die Schulleitung spricht plötzlich von einem Resultat, das wir nicht einfach so hinnehmen wollen. Sie steht aber für Demokratie, freie Meinung und Toleranz. Erste Sofortmaßnahmen wurden offenbar auch schon eingeleitet. Via Facebook versichert die Schule, dass man bereits mit unseren Schülerinnen und Schülern über die Ergebnisse gesprochen habe. In diesem Zusammenhang seien auch die Bedeutung demokratischer Werte und Prozesse noch einmal analysiert und diskutiert worden. Also das geht jetzt in die dritte Runde. Und so viel, was ist ein demokratischer Wert, dass man zum Beispiel eine Abstimmung so akzeptiert, wie sie ist, wenn sie dann redlich ist und nicht manipuliert ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass in diesem kleinen Schulkreis, es waren nämlich nicht so viele da, ich habe es da irgendwo, ja, es waren von 464 wahlberechtigten Schülern, haben 391 gewählt, das sind 84%, davon träumt in der Tat jede Demokratie. Frankreich war 68%, also eine hohe Stimmbeteiligung. Also gehen wir davon aus, dass man so eine Stimmzahl noch auszählen kann, ohne zu mogeln. Ne? Demnach hat es also schon in der Vergangenheit eine wie auch immer geartete Demokratie-Nachhilfe, weil die Schule ja diese Abstimmung so nicht hinnehmen will. Wenn die Direktion jetzt betont, dass man mit den Schülern noch einmal darüber sprechen wolle, beziehungsweise bereits damit begonnen habe. Umso frustrierender muss es für die Macher der Juniorenwahl in Eschwege und Wanfried sein, wenn die Schüler dann trotzdem ihr Kreuz nicht da machen, wo sie doch gefälligst sollten, damit man dann das Ergebnis eben hinnehmen kann. Scheinbar ohne es selbst zu merken, reden die selbsternannten Hüter der Demokratie den Zuständen das Wort, die man in autoritären bis totalitären Systemen erwarten würde. Auch die Machthaber in der Ex-DDR hielten sich ja bekanntlich für lupenreine Demokraten. Sie haben das Wort ja noch in der Landesbezeichnung implementiert. Deutsche Demokratische Republik, pro Memoriam. Zumindest taten sie propagandistisch nach außen und nach innen so. Ein Pamphlet wie jenes, das die Anne-Frank-Schule in den Tagen nach der EU-Wahl veröffentlicht hat, hätte in ziemlich genau diesem Wortlaut auch im Ministerium für Staatssicherheit, der Stasi, verfasst werden können. Was will die Anne-Frank-Schule aber machen? Geplant sind eine stärkere Ausrichtung des Lernens auf die Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, neue Projekte, Aktionen und Workshops sowie regelmäßige Diskussionsforen mit Politikerinnen und Politikern. Mit was für welchen, sagen Sie und schreiben Sie nicht. Zudem wollen wir noch intensiver mit externen politischen Bildungseinrichtungen, das sind Regierungsgefäße, im Moment Ampelregierungsgefäße, die ja
die AfD verbieten wollen, zum Beispiel, oder? Zusammenarbeiten. Besonders wichtig ist es uns, schreibt die Anne-Frank-Schule, dass unsere Schülerinnen und Schüler verstärkt in diesen Prozess eingebunden werden. Ja, es fragt sich, in welchen Prozess der richtigen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Demokratie oder einer klaren Indoktrination. Es ist ja nicht ganz unbekannt, dass Lehrer und ähnlich wie Journalisten vorzugsweise sicher nicht Mitte oder rechts sind, sondern eindeutig links, obwohl die Löhne zumindest in der Schweiz der Lehrer alles andere als links sind. Nur wirklich sehr böse Zungen werden jetzt einwenden wollen, dass zu Diskussionsforen in einer Demokratie auch und gerade Politiker der Opposition gehören. Ja, wird dann jemand vom Bündnis Sarah Wagenknecht, ja vielleicht noch, aber von der AfD eingeladen für diese Workshops und Denk- und Diskussionsforen? Ob es zu solchen Einladungen in Eschwege und Wandfried kommen wird, es scheint Gründe zu haben und zu geben, um daran berechtigte Zweifel zu haben. Das Schlusswort oder fast Schlusswort, wir möchten gerade als Anne-Frank-Schule, Europaschule und Courage-Schule Haltung zeigen. Ja, das ist wieder Haltungsjournalismus. Man berichtet nicht mehr objektiv, sondern man zeigt Haltung, indem man parteiisch wird, und zwar nicht in der Kolumne, sondern bereits im Bericht. Diese literarisch-journalistische Gewaltenteilung, Bericht, Meinung in der Kolumne, die ist ja seit Jahren mehr oder weniger fluid, würde man heute sagen, also eigentlich komplett aufgehoben. Wir setzen uns dafür ein, es ist großartig, dass Respekt, Toleranz und demokratische Werte erkannt, gelebt und geschätzt werden. Nicht nur an unserer Schule, sondern in der gesamten Gesellschaft. Ja, vielleicht könnte ja die Schule, der Lehrkörper, das Rektorat vorangehen und einmal analysieren. Ja, warum ist das so? Aber sicher nicht den Schülern dann erklären, was jetzt eigentlich richtig zu wählen wäre, was tatsächlich passiert ist. Im Klartext, die demokratischen Werte erkannt hat nach Ansicht der Schulleitung nur, wer auch in der Lage und willens ist, sein Kreuz an der Anführungs- und Schlusszeichen, quote-unquote, richtigen Stelle zu machen und sei es nur bei einer Juniorenwahl an der eigenen Schule und die dann auch noch Anne-Frank-Schule heißt. Naja, es lebe doch die Hirnwäsche, die kann gar nicht früh genug anfangen. Wir sind aber nicht am Anfang, sondern wir sind am Ende dieses Videos. Ich sage hasta la vittoria siempre. Schön, dass ihr bei uns wart. Guckt mal auch noch auf unserem Rumble-Kanal. Und ja, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt weiterhin, das wäre großartig und würde uns mit großem Dank euch gegenüber erfüllen. Einen wunderbaren und sonnigen Tag hoffentlich wünsche ich euch. Mein Name Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es werden und bleiben möchten. Saludos a todos, auch an die Höfe am Bodensee, in dem man hoffentlich jetzt temperaturmäßig auch wieder schwimmen kann. Macht's gut.